Gänsehaut am Ende. Was ich mir auf jeden Fall angucken wollte, war das heftigste Video von Momoody. Mois endgültig mit Beweisen exposed, das war's. Oder das Video geht 21 Minuten. Ich glaube, das wird ein richtiger Banger. Wundert euch nicht, wenn Mois in diesem Video zensiert wird. Das Management von ihm drohte mir, mein Video sofort zu striken, wenn es online kommt und nicht. Von anderen Quellen habe ich erfahren, dass der Versuch, mein Video direkt zu striken, schon beschlossen sei. Ganz YouTube hat über diesen Typen geredet, aber mich will man komischerweise zensieren, Bruder, weil du das alles ins Rollen gebracht hast. Jürgen, du hast mit deinen Videos einen Stich ins Herz reingemacht. Ich denke, ich sollte mir alles nochmal ein wenig genauer anschauen. 2000. Es sind nun fast 2 Monate vergangen, nachdem ich meine ersten beiden Videos zu Mois hochgeladen habe. In diesen 2 Videos habe ich nichts anderes getan, als seine Lügen rund um die Vorbro-Thematik zu entlarven und die Türkei-Spendengelder-Thematik in Frage zu stellen. Danach habe ich mich erstmal zurückgehalten, während ich beobachtet habe, wie sich... Was geht? Ein bisschen, ja. 2 Stunden, bitte nicht waschbecken. Alles klar. Die gesamte Situation entwickelt. Ich habe gehofft, dass wir alle spätestens nach ein paar Wochen Gewissheit darüber haben werden, was nun Sache ist. Doch in meinen Augen sind wir heute immer noch am Anfang. Es gab in meinen Augen keine 100%igen Beweise, die das widerlegen, was Shiano dir vorgeworfen hat. Was bekamen wir stattdessen von dir? Leere Worte, leere Versprechungen, ein Ausraster, ein Nix-Aussagen. Ah, was für ein Ausraster? Da waren doch 20.000 Ausraster. Der Typ ist doch durchgedreht. Der hat doch jeden beleidigt, der irgendwas dagegen gesagt hat. Statement und ein paar Screenshots. Dein Ausraster auf Instagram. Ja, der hat Screenshots hochgeladen. Leere Versprechungen, ein Ausraster, ein nichtsaussagendes Statement und ein paar Screenshots. Ah, hier, ne? 16.000 Euro per... Bruder, schon viel, ich habe nicht viel. Dein Ausraster Februar 2023. Auf Instagram geschah ein paar Tage nach meinem Video. Und damit möchte ich nicht sagen, dass der Ausraster wegen mir war, es geht nur um den Zeitraum. Komisch finde ich aber, dass die erste von den 1000 Stories um 7 Uhr morgens gegen mich war. Du hast mein Profilbild gepostet und mich ausgelacht. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, du hast nicht einfach nur einen Screenshot von meinem Profilbild gemacht, sonst wäre es rund, so wie es bei der Plattform ist, wenn du dein Profilbild öffnen willst. Du hast dir um 7 Uhr morgens extra die Mühe gemacht, mein komplettes Bild herunterzuladen und da kann ich nur spekulieren. Hat dich mein Video so verletzt, dass du um 7 Uhr morgens in die Google-Suche Momoody Gesicht eingegeben hast, doch leider nur eins mit Maske fandest? Das ist einfach das Video. Mein Video, wo ich dich zu Recht entlarvt habe, weil du einfach nicht ehrlich sein kannst und dich einfach nur Gewissheit wegen den Spenden haben wollte, so verletzt, dass du mich so verzweifelt in deiner Story auslachst? In diesem Lachen konnte man einfach deine Verzweiflung rauslesen. Bin ich jetzt der Böse, weil ich deine Lügen aufgedeckt habe? Bin ich jetzt der Böse, weil ich dich in den Videos einfach darum gebeten habe, das zu widerlegen, was dein Schirne vorgeworfen hat? Wir wissen beide, meine Videos waren nicht mal schlimm. Wir wissen beide, was dich genau gestört hat. In deiner Welt bist du der Geilste. Und du hast plötzlich von jemandem, wo du weißt, er hat dich mal sehr gefeiert, gehört, dass du nicht der Geilste bist. Und genau das hat dein narzisstisches Herz so sehr gekränkt, dass du hinter meinem Rücken über mich geredet und mich verzweifelt in deiner Story ausgelacht hast. Doch im Vergleich zu dem, was du danach gemacht hast, war die Story gegen mich sogar noch harmlos. Ich muss jeden enttäuschen, der dachte, dass der Ausraster eine einmalige Sache gewesen ist. Er hat damit einfach nur seine wahre Natur... Der hat ihn ja überall beleidigt, ne? Der hat dann auch so in Stories beleidigt. Das habe ich ja bei Just Nero schon gesehen. Dass er Vollgas, ja, der hat einfach nur rumgeheult, Digga. Also keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was da abgeht. Mois tatsächlich war mal eine Person, habe ich immer gerne geguckt, ne? Waren coole, lustige Videos, immer mit so Rappern und sowas. Jetzt, ich habe keinen Plan, was der macht, Mann. Der ist irgendwo weg oder so. Findet ihr es sich auch komisch, dass fast alle, mit denen er unterwegs war, hinterher davon erzählten, dass sie erfahren haben, dass der Mois hinter ihren Rücken gelästert hat, dass sie hinter ihrem Rücken von ihm eklig beleidigt worden sind? Unser gottesfürchtiger Bruder macht doch keine Ausnahmen. Es wird sogar über den leiblichen Bruder gelästert. Und jetzt komm und sag mal... Ist dieser Abogolo wirklich der Bruder? Der leibliche Bruder, das wusste ich gar nicht. Stimmt nicht. Du schießt sogar öffentlich gegen deinen leiblichen Bruder, der wegen deinen Taten leidet. Er hat die Mütter von den Menschen beleidigt, denen er seinen Erfolg zu verdanken hat. Und dann denkt ihr, das war einfach mal so ein Ausrutscher, so ein kleiner Ausraster von dem? Fast jeder wurde schon beleidigt, doch wer hat noch gefehlt? Die eigenen Zuschauer. Du bist am Ausrasten, dein Zuschauer schreibt dir deswegen, mach Therapie. Ja, genau, das habe ich auch gesehen, ne? Mach Therapie, jetzt kommst du, dein Vater soll Therapie machen. Und du sagst zu ihm, geh dein Vater effen. Ja, ja. Und jetzt die Frage, warum sollte man nicht einfach wahllos Eltern beleidigen,
weil sie vielleicht tot sein könnten. Hier kritisiert dich jemand sachlich und wünscht dir sogar noch alles Gute. Du nennst ihn HS, weil dich irgendjemand... Oh, hast du eigentlich eine Mutter, die du respektierst? Warum beleidigst du jeden jetzt? Redest von Ehre, aber kannst du beleidigen? Post vor Wut, man merkt es richtig, weil du ein... Digga... anderes beleidigt hat. Also ganz ehrlich, Bro, ich glaube, du schämst dich immer noch nicht. Nachdem du dann 70 weitere Eltern beleidigt hast, hast du deine Rolle komplett übertrieben. Barry Spitz, den du kennst und von dem du weißt, dass deine Mutter tot ist, kommentiert nach deinen Aktionen, dass du den Hotshot aus dir entfernen lassen sollst. Und du beleidigst deine Mutter. Digga, schämst du dich nicht? Ich bezweifle sehr stark, dass du dich schämst, denn wenig später hast du dem Barry Spitz eine Audio geschickt, wo du ihm sagst, dass egal ob seine Mutter tot sei oder nicht, er ein Person sei. Und ja, ich bin mir dessen bewusst, dass schon ganz YouTube Deutschland darüber geredet hat. Heißt aber nicht, dass man den Tag vergessen sollte, an dem er nochmal seine wahre Natur offenbart hat. Die letzten paar Minuten sollten euch nur wieder mal daran erinnern. Dann kündigt er an diesem Tag an, das Statement in den nächsten Tagen zu bringen. Doch anstatt eines Statements bekam er wenige Tage später Ausreden. Er hat ernsthaft den Tod von Akira Toriyama dafür ausgenutzt, um sein Statement zu verschieben, weil er nichts in der Hand. Wer war dieser Akira wer war das? Kennt ihr jemand von euch? Hat ernsthaft Akira Toriyama. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, ne? Denkt ihr, das reicht oder was für euch? Lelek. Gerüchte schlacht dich Deutschland so richtig für den Hype. Heute kommt das Video doch nicht. Mein Mentor ist tot. Wie sein Mentor. Den Tod von Akira Toriyama dafür ausgenutzt, um sein Dragon Ball Schöpfer Macher. Okay. Zu verschieben, weil er nichts in der Hand hatte. Das war die Wahrheit. Dragon Ball. Wenn du aber anderer Meinung bist, dann erkläre mir diesen Widerspruch. Angeblich hattest du zu diesem Zeitpunkt schon deine angeblichen Beweise. Ein Monat später postet aber dein komisches Management, zu dem wir auch gleich kommen, die angeblichen Beweise und schreibt dazu: Bitte versteht, dass wir erst seit heute im Besitz dieser Beweise sind und vorher weder Zugang zum Account hatten, noch wurden uns Auszüge bereitgestellt. Auch Mais hatte keinen Einfluss darauf. Welchen Beweis wolltest du denn an diesem Freitag offenlegen? Keine? Danach hat er, um von sich abzulenken, Manuel Essen angegriffen. Das ist alles so dumm, Digga. Weißt du, das ist alles so unglaublich dämlich und ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich, ja, okay, ich glaube, ich hätte mich einfach einweisen lassen. Oder das ist einfach, das sind Züge, ich will mit dem ganzen Scheiß gar nichts zu tun haben. Ich gucke mir das Video von Mumudi an, Digga. Mumudi ist super Typ, dass der das alles auseinander nimmt. Ich, Bruder, ich sag ehrlich, ich hätte Todesangst. Ich hoffe, dass einfach Mumudi mit dem Video einen Haufen Geld bekommt, dass er endlich seine kaputte Schublade hier unten reparieren kann. Und jetzt genau zuhören, es wird sehr paradox. In der Story wird Manuelsen dafür angegriffen, dass er angeblich irgendwelche Werbeverträge für die Sendung Nice or Scheiß hinter dem Rücken von Mais unterschrieben hat. Und ich fand's komisch, weil ich mir dachte, sagen wir jetzt mal, hat diese Verträge wirklich hinter seinen Rücken gemacht? Spätestens dann, wenn er in eurer gemeinsamen Sendung das bewerben würde mit einem Briefing, dann wäre es doch offensichtlich und kein Geheimnis mehr und dann würde es ja keinen Sinn machen, dass er das heimlich gemacht hat. Dann dachte ich mir, sagen wir mal, es wäre genauso, wie du es sagst. Wäre es nicht trotzdem irgendwo sein Hack gewesen? Vergessen wir nicht, dass es eure gemeinsame Show war, wo nur du sehr viel Geld verdient hast. Du weißt selber, die Show wurde nur so erfolgreich wegen Manuelsen, aber nur du hast Geld verdient. Ja. Sei es mit den ganzen Einsendungen, wo du pro Newcomer 60 Euro oder so bekommen hast. Du hast sehr viel Geld mit den Klicks verdient. Du hast sehr viel Geld mit den Donations verdient, die während der Sendung reinkamen. Und was hast du... War schon lustig, ne? Also ich war ja auch mal bei den Livestreams dabei so. Ich habe die ja auch mal angeguckt. War schon lustig. War schon cool, Digga. Ich weiß, die hatten da so ein ganzes Studio, ne? Mit so Buzzer und so. Und die haben sich doch gegenseitig gekloppt und so. War auf jeden Fall geil. Warum geht's mir gerade erst gekommen? Es geht um Mois. Manuelsen für die nächste lange Arbeit gegeben. Whisky, Barbecue, Soße, saftiges deutsches Rindfleisch. Und dann willst du dich darüber abfangen, dass er mit seiner Sendung auch Geld verdienen möchte? Dass er auch was von dem Kuchen haben möchte, den er mitgebacken hat? Das Paradoxe kommt aber jetzt. Er hat sich darüber beschwert, dass es angeblich irgendwelche Verträge hinter seinem Rücken gab. Aber was hat er circa zum selben Zeitpunkt selber gemacht? Und dann habe ich immer mehr erfahren, immer mehr Mist kam ans Tageslicht, dass er Verträge auf unseren Namen abgeschlossen hat. Damals mit 4Bro zum Beispiel. Ja, genau, das ist mir auch noch im Kopf, hängt immer noch im Kopf drin. Ich erfahre später, der hat mit 4Bro einen Deal über 16.000 monatlich gemacht. Für das gesamte Team. Er und wir auch, da steht auch Maestro und sonst was mit dabei, hat uns nie gegeben Geld. Pegador das Gleiche. Er hat's Hack. Er hat wortwörtlich meinen Hack gegessen, ja? Du kleiner Apfelmusfresser, du hast dir etwas verurteilt, was du selber gemacht hast. Sogar noch schlimmer. Dann frisst du noch mehr den Apfelmus von Manuelsen, indem du so tust, als wäre Nice or Scheiß nur wegen dir so erfolgreich geworden. Fast alle, die sich... Aber wer glaubt ihm eigentlich noch? Gibt es immer noch Leute, die den feiern? So? Also die so wirklich hinter Mäus stehen und sagen, ja, das ist alles nur Lüge und so. Das ist alles nur Fake.
So, das sind bestimmt auch die Leute, die, keine Ahnung, denken, dass noch die Erde flach ist oder so ein Scheiß. Gerne Nice or Scheiß angeschaut haben, können das, was ich nun sage, unterschreiben. Natürlich hat auch Mais viel dazu beigetragen, dass diese Show lachig wurde, Hackes Hack, aber meiner Meinung nach war sein Teil nur 10%. Die anderen 90%, warum diese Show so lustig wurde, haben Emanuelsen, Sinanji und auch andere Menschen ausgemacht. Es gibt so viele Clips vom Anfang von Nice or Scheiß, wo man sieht, wie Emanuelsen und Sinanji ihre Witze machen, sich totlachen und Mais einfach nur daneben sitzt und grinst. Und das Lustige ist, unter diesen Clips sind sogar 2 Jahre alte Kommentare. Alte Mitläufer, ist schon sehr, sehr hart cringe. Leute schreiben, Mais ist so cringe, wie er auf Krampf mitlachen oder unterbrechen will. Mais, der Mitläufer. Mais ist schon sehr hart cringe. Was ja, ich nun damit sagen möchte, dass er kein Geld für Nice for Scheiß bekommen hat, ist schon hart. Aber dass du ihn absprechen willst, dass er Nice for Scheiß war, ist noch härter. Will man Manu nicht dafür, dass er kostenlos in diesen Nice oder Scheiß Streams unfassbar viel Geld und Reichweite eingespielt hat, will man ihm dafür nicht danken? Lassen wir mal die Zuschauer entscheiden. An jeden, der sich das ein oder andere Mal Nice or Scheiß angeschaut hat. Ha, selten nur. Ich habe es ein paar Mal gesehen, ja. Aber ich war auch nur kurz drin. Weil ich weiß gar nicht. Ich habe das dann irgendwann so aus den Augen verloren. Was hat es für euch so unterhaltsam gemacht? Ihr könnt ehrlich kommentieren. War es ein Mais oder Emanuelsen? Bevor wir aber nun zu härteren Punkten kommen, stelle ich mir immer noch die Frage, was der wahre Auslöser für seinen Ausraster war. Ja, okay, damit hat er gezeigt, wie er schon immer so drauf war, aber irgendwie... Ich stellte mir nicht lang die Frage, woran es noch gelegen haben könnte, dass er so ausgerastet ist. Werbung, ich predikte... boah, kann alles sein, ne? Aber ich denke, Emma Matratze wird's nicht, ein VPN wird's auch nicht. Ich denke, Holy könnte sein. Holy oder Manscape. Aber ich denke Manscape, ja, wohl er hat einen Bart, ja, Manscape oder Holy. Dann fiel mir ein, er ist doch seit neuestem der CEO von 4Bro. Mann, da ist ja echt viel Zucker drin. Ich glaube, zu viel Zucker tut einem Menschen auch nicht gut. Holy. Klar können Getränke mit sehr viel Holy. Zucker lecker schmecken. Man darf aber nicht vergessen, dass es ungesund ist. Holy schon geil, Digga. Ich sag ehrlich, aber leider wollten die mit mir nicht mehr kooperieren, weil einfach die Performance von mir zu schlecht war, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich find's schade, Digga, weil Holy war echt geil. Also, ich habe immer noch diese Becher, ich habe immer noch die Dinge und ich trinke das immer ab und zu. Tu deinem Körper was Gutes und trink keinen Zucker mehr, weil es gut schmeckt. Holy schmeckt besser und enthält keinen Zucker. Wenn ihr nicht wollt, dass ich Gewinnspiele facke wie Mais, dann kauft Holy. Und kauft 5 Prayers. Nach dem, was ich gerade alles erzählt habe, tauchen plötzlich neue Leute von Mais auf, die im Deckmantel eines Managements versuchen, jeden Kack für ihn zu klären. Mais ist gerade angeblich im Knast, kann nicht für sich selber reden und wird von denen vertreten. Und warum? Mais und seine Leute und Shiano und seine Leute wollten sich treffen, um die Frage zu beantworten, ob der Shiano den Mais jetzt 600.000 Euro schuldet oder nicht. Aus dem Nichts war Mais der Meinung, dass Shiano ihn jetzt 600.000 Euro schuldet für die Werbung für Spaghetti Break, also für die App von Shiano. Ob Shiano ihn nun wirklich 600.000 Euro schuldet für die Werbung für eine Werbung für Spaghetti Break. Okay, das Ding hat, ja, ich glaube, das ging viral, ne? Ich glaube, diese App ging tatsächlich viral, aber wie kann das sein, dass 600.000 Euro so eine Werbung kostet? Für Spaghetti ich nicht aus, Break, also für die App von Shiano. Ob Shiano ihn nun wirklich 600.000 Euro schuldet oder nicht, diese Frage konnte an diesem Tag nicht beantwortet werden, wegen der angeblichen Verhaftung von Mais. Ich habe irgendwelche Commands habe ich schon drin, Digga. Mach mal Ausrufezeichen Alter. Ich glaube, da kommt irgendwas. Heute ist Tag X. Das ist auch fake. Gleich wird sie beantwortet. Um auf den Punkt zurückzukommen, die haben behauptet, dass es ein Hinterhalt von Shiano gewesen sei, dass Shiano angeblich die Polizei gerufen hätte. Und hier Dings, 18 Jahre, Bruder, wer hat das hingeschrieben? Das war vor 3 Jahren oder so, ne? Ja. Hilfe, Digga. Das behaupten die ohne Beweise. Shiano sagt selber dazu. Ich habe nicht die Polizei vor Ort zu dem Treffen hinzugerufen. Und wisst ihr, warum ich den glaube? Die Beweise, die ihr gleich sehen werdet, sind die Beweise, die er zum Treffen mitnehmen wollte. Das sind handfeste Beweise, die dagegen sprechen, dass er ihn nur 1 Euro schuldet. Wenn er also damit die ganze Geschichte beenden konnte, warum sollte er dieses Treffen platzen lassen und dann die Polizei rufen? Meine Wahrnehmung ist, dass ein Mais bei diesen Treffen viel mehr zu flehen hatte als ein Shiano. Den Rest könnt ihr euch schon selber denken. Auf jeden Fall, der erste Auftrag vom Management war es, den Leuten glaubhaft wie möglich zu machen, dass Mais gerade im Knast ist. Ich glaube aber auch, dass das Cap-Management war. Hast du Mac und PC? Ja, aber ich benutze eigentlich nur Mac. Ich glaube, das ist einfach irgend so ein Typ, Digga, der sich so ausgibt, als wäre das Mäus sein Management. Das ist irgendjemand,
Der hat doch kein Management. Obwohl auch dies leicht zu belegen ist, hatten die nicht mal ansatzweise Beweise. Dann hat er einen kleinen Jungen reden lassen, der sich für Mais verbrennt. Und das spiegelt einfach Mais wider. Andere Leute opfern, damit er weiterkommt. Und ich werde jetzt nicht gegen diesen Jungen schießen. Ich denke, der ist einfach nur naiv gewesen. Ich muss ihn aber leider widersprechen. Als erstes behauptet er, der Neffe von Mais zu sein, was gelogen ist. Weder sein Bruder Adam, noch sein Bruder Abujulo, noch sein Bruder Malik oder seine ganz kleine Schwester haben Kinder. Der angebliche Neffe scheint Minimum 17, 18 zu sein. Heißt, wenn einer der jüngeren Geschwister von Mais der Vater dieses Jungen ist, dann müsste der Älteste ihn mit 10 gezeugt haben. Was will ich euch damit sagen? Der kleine Junge fängt seine angebliche Wahrheit mit einer Lüge an. Und dann hat er zusammengefasst, warum Mais und Chiano sich treffen wollten. Das habe ich euch gerade schon erzählt. Und dann zeigt er seinen unbelegbaren Beweis, dass Mais gerade im Knast ist. Ein Beweis, den er... Das könnte alles sein. Das könnte wirklich jedes Video sein. Management bestätigt hat. Hello, Chas Nero. Look what Onoja mir geschickt hat. Brother, let me cook. Brother, let me cook. Die Rede war vom George Hotel in Hamburg. Dort soll Mois ja während einer riesigen Razzia festgenommen worden sein. Hier haben wir die Aufnahmen vom Polizeieinsatz. Wir prägen uns die Gegend mal ganz genau ein. Eingekreist sind dieser Stein oder was auch immer das ist. Das leuchtende Schild, das weiße Schild daneben mit dem schwarzen Schriftzug und die Laterne. Hier haben wir den Ort des Einsatzes bei Tag. Wir sehen die Schilder, den Stein, die Laterne. Mhm. Ebenfalls sehen wir das Blutspendezentrum neben dem Europahaus. Folgen wir dieser Straße noch ein wenig, sehen wir diese beiden Türme jetzt auch besser. In diesen Türmen ist eine orthopädische Privatpraxis. Massenberger Straße in 44797 Bochum. Das ist ein völlig anderer Polizeieinsatz gewesen. guck, ich hab's predicted, ich hab's gesagt, Digga. Es ist einfach irgendwas eingeblendet, was da irgendwie mal passiert ist, Digga. Guck mal, auch Real Talk. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wie es in Berlin ist, da fernab oder in Bochum, kein Plan, ne? Bei uns in Baden-Württemberg fahren die solche Fahrzeuge nicht mehr, ne? Die haben da wirklich die haben da schon alle irgendwelche neuen Mercedes Sprinter, neue VW Busse und das sieht man so richtig. Das Ding sieht aus wie so ein alter VW Bus aus 1983. Warum lügt ihr denn schon wieder so dreist rum? Die Umgebung von George Hotel in Hamburg sieht... Aber liegt doch daran, dass Bayern und Baden-Württemberg einen Haufen Geld für so einen Scheiß ausgibt. Also keine Ahnung. Ich weiß, immer als ich in Berlin war, was für immer, ich war da einmal oder zweimal, da sind so ganz alte Autos, so auch so Opel und so, die fahren da mit so Polizeiwagen, Opel, VW, das Kischmisch. Hier, Bruder, hier fährt nur Mercedes. Hier fährt, und was für Mercedes? Neue E-Klasse, alles, Digga, die hauen hier so viel Geld für Polizeiwagen raus, das ist krass. In welchem Semester bist du? 6. So aus. 6. Die ganze Geschichte ist also von vorne bis hinten. Digga. Erstunken und erlogen. Dazu meldete sich ein YouTuber namens Attila Schaltzentrale, der zeigte, wie er sich bei der Polizei Hamburg gemeldet hat und nach Auskunft fragte über diese Festnahme. Und die sagten dann Folgendes. Das zuständige Polizeikommissariat 11 erhielt von der Polizei Schleswig-Holstein einen Hinweis, dass es im Bereich des Stadtteil Georg zu einer möglichen Auseinandersetzung unter mehreren Männern kommen könnte. Einsatzkräfte kontrollierten im Zuge dessen gegen 19.40 Uhr einen PKW, der mit 4 Insassen besetzt war. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, versuchte einer von ihnen zu flüchten. Auf seinem Weg warf er eine Schusswaffe weg und leistete bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand. Der Mann, bei dem es sich um einen 25-jährigen Türken handelt, wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Von den Mitfahrern wurden die Identitäten festgestellt. Und dazu schreiben sie noch: Das zuständige Landeskriminalamt führt ein Ermittlungsverfahren wegen den Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bruder, der hat Toten rausgeholt mit diesem Video. Der hat über Kollege, über den und den und den und den recherchiert. Der hat alles auseinandergenommen. Ich habe so krasse Rechercheskills. Nicht mal Dinger. Wie heißt der? Agent P hat so krasse Rechercheskills. Also die sagen jetzt hier, der Einzige, der festgenommen wurde, war ein 25-jähriger Türke und das ist keine 25 und auch kein Türke. Dazu gab es von eurer Seite immer noch keine Beweise. Der Jasnero hat in seinem Video, was ihr auch gesehen habt, nach einem Entlassungsschein gefragt und bis heute haben wir keinen gesehen. Immer diese Ausrede, ja, das wird juristisch geklärt, wir können ja alles zeigen. Ja, okay, Bro, ich habe auch 1000 Beweise gegen dass er mein Apfelmus geklaut hat, aber das... Ich glaube, das juckt doch gar nicht. Also wie will denn der bitte juristisch dagegen vorgehen? Erstens hat der Typ kein Geld und zweitens... Denkst du, der Typ kommt zu einem Gerichtstermin? Nie im Leben, Digga. Nie im Leben. Juristisch geklärt, kann ich dich zeigen. Was soll bitte rechtlich dagegen sprechen, einen Erlassungsschein offenzulegen? Also, lieber Ziegen-Daddy, das wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass du fängst im Knast gewesen zu sein. Währenddessen hat der Anwalt mir geschrieben, der hat Alem rausgeholt. Alhamdulillah,
Die haben gesagt, die haben sein Handy einbehalten, aber that's it. Der war 3 Stunden auf dieser Wache, ja? Was für Knast. 3 Stunden war der auf dieser Wache. Warum war mir nochmal so wichtig zu zeigen, dass er nicht im Knast gewesen sein kann? Also erstmal zeigt es, dass dieses super seriöse, für die Wahrheit kämpfende Management auf Lügen aufgebaut ist. Und dass ein Mais irgendwelche Leute holen musste, die für ihn reden, weil er selber nicht reden kann. Und hierbei stelle ich mir die Frage, wenn du im Recht bist, warum musst du andere reden lassen? Wenn du im Recht bist, dann brauchst du niemand anderen reden lassen. Und du wolltest vor dem Management andere reden lassen, weil du weißt, sie haben Glaubwürdigkeit. Die haben aber keinen Bock drauf gehabt. Und glaubt ja niemand mehr. Letzter Ausweg waren irgendwelche Leute, die im Deckmantel eines Managements sich beschützen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Fakten besagen, dass du keine Minute im Knast warst. Heißt, du musst von Anfang an dabei gewesen sein bei dem, was dein Management macht. Und was in meinen Augen nun sehr ekelhaft ist, komm, ist okay, du warst dabei, als sie die ganze Zeit versucht haben, dich zu beschützen, als du im Knast warst. Aber was nun viel ekelhafter ist, die Tatsache, dass du faktisch gesehen nicht im Knast gewesen sein kannst, sagt mir auch wieder, dass du dabei gewesen sein musst, als Maestro bedroht wurde von deinem Management. Das Management, das immer noch abstreitet, dass es eine Bedrohung gab. Ja, okay, Bro, wenn meine Leute zu einem alten Kollegen von mir gehen, weil die wissen, er hat Glaubwürdigkeit, er kann einiges retten, ihn anrufen und dann sagen... Was ist denn das eigentlich auch für ein komisches Management? Ist das so ein Management? Also ich habe mich da auch gar nicht recherchiert, aber er sagt ja auch Management in Anführungszeichen so. Weil... Also ich sag's euch so, wie es ist, ne? Wenn es irgend so ein Management ist, da kann ich ja, warte mal, Denver Community Manager, De Mois, nein, das ist irgendein, weißt du, das ist, jeder kann sich ja als Manager ausgeben, versteht ihr, was ich meine? So, und ist das auch hier irgendjemand, der so noch andere Künstler unter Vertrag hat, oder ist das, sind es einfach irgendwelche Randoms, Digga? Okay. Poste mal dieses Statement für Mo. Er dann sagt, nee, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Die dann wieder sagen, hey, like, poste dieses Statement für Mo. Er dann immer noch sagt, nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Hey, ich schick dir jetzt dieses Statement, du postest das. Nein, Bro, ich will nicht. Okay, Bro, wir sehen uns morgen. Mach das die Option mit dem Post ist raus, da wir klären das dann anders bis morgen. Morgen sehen wir uns. Dann müssten wir es wohl anders klären. Das ist keine Bedrohung? Das ist friedlich? Maestro ist mein Bro und deswegen hat er mich auch nach Rat gefragt und ich habe zu ihm gesagt, ey, geh damit sofort an die Öffentlichkeit, weil dann hast du sie im Schwitzkasten. Weil dann weiß jeder, wenn dir morgen was passiert, es kam von denen. Weil denen dann keine andere Wahl mehr blieb, haben die versucht, ja, mit Lügen, ja, und Worte verdrehen, den Maestro schlecht darzustellen. Dann gab es plötzlich Rede. Und für die Öffentlichkeit, damit die vielleicht ein bisschen gut dastehen, haben die dann Maestros Videos gepostet und haben gesagt, ja, guck mal, supporte den noch. Also wir haben den zwar vor 10 Stunden noch bedroht, aber supporte den Abi mal bitte. Bah, und weißt du, was noch mit Bah ist, Mais? Hast du es ernsthaft zugelassen, dass der Typ, der mir davon abgeraten hat, gegen dich Videos zu machen, weil er noch ein bisschen was für dich übrig hat und dich beschützt, wollte, von deinen Leuten bedroht wird? Oder schäm dich. Bevor wir darauf eingehen, wer wen Geld schuldet, wollte ich nochmal kurz auf die Türkei-Spenden-Thematik eingehen. Und ich fange dieses Thema wieder mit folgender Frage an. Welche Beweise wolltest du an diesem Freitag zeigen, wenn du keine hattest? Wolltest du dir etwa Zeit verschaffen? Aber dieser PayPal-Dingspunkt, 16.000 PayPal, das geht ja, versteh mich nicht falsch, kann ja jeder. Also das ist ja wirklich, das ist ja kein Beweis. Erstens kann man das faken, als wäre es, was weiß ich, ne? Als wäre es ein Screenshot auf WhatsApp. Zweitens kann der Screenshot von jedem anderen gewesen sein. Verstehe mich nicht falsch, aber das ist doch kein Beweis. So. Also der Beweis wäre eher, sein Handy zu zeigen, so wie du in PayPal reingehst und sagst, hey, hier, guck da, das und das und das. So, aber doch nicht so. Was ist das für Scheiß? Ja, verschieben. Dann bist du plötzlich angeblich im Knast, da hast du noch mehr Zeit, dir was zu überlegen. War das dein Plan? Wenn ihr mich fragt, habe ich bis heute immer noch keine hundertprozentigen Beweise zu den Spenden gesehen. Es ist der Real Talk, wenn ich sage, das ist das Einzige, was wir bekommen haben, großes Theater. Weil, Junge, der erste beleidigt er jeden. E-Mail. Dann sagt auf einmal Akira Toriyama, Abe Sensei, du bist tot, deswegen kommt dort kein Statement. Dann kommt auf einmal so ein Management, bedroht jeden. Dann sagt Mais, beleidigt mich auf Anime-Art, da macht das sogar ein Zuschauer von denen. Und was macht Mais? Er beleidigt ihn zurück. Aber Spaß beiseite. Weißt du, was in meinen Augen richtige Beweise sind? Der Firat Elvito zum Beispiel war zur selben Zeit wie du in Türkei, als es das Erdbeben gab. Er hat auch Spenden gesammelt und da gab es auch einige Menschen, die gesagt haben, ey Bro, was ist mit den Spenden? Wir haben nicht so viel gesehen. Nachdem die Spenden dann bei Mais hinterfragt worden sind, ist mir dasselbe wieder bei Firat Elvito eingefallen. Da habe ich den Bruder von Firat gefragt, ey Bro, versteht die Frage nicht falsch, ich will nur kurz nachhaken, wie war es eigentlich bei euch? Was ist mit den Spenden passiert? Irgendwie habe ich nichts mehr gesehen. Wenige Minuten später fragt er mich, ob wir telefonieren können, damit er mir alle Beweise zusenden kann, alles erklären kann und zeigen kann. Und da habe ich auch alles bewiesen bekommen. Warum konnten die das mit Leichtigkeit? Ja, aber nicht. By the way, damals hat sogar der Meister den Vierrad vorgeworfen, er würde gerade alles ausnutzen für Fame, was der gerade macht.
Ja, okay, Digga. Ist aber derjenige, der bei diesem Skandal sogar selber in die Story schreibt, ich fand das ist Ausschlachten, die ganze Sache. Ja, der kann gar nichts beweisen, Digga. Ich glaube wirklich, der kann einfach überhaupt nichts 0,0% beweisen. Deswegen sagt er, ich werde das ausschlachten, weil er Zeit braucht, um irgendwas auf Alibi-mäßig zu beweisen. Na, versteht ihr? Sei stolz auf dich, Bruder. Hier. Bravo, nutzt die Leute aus, die gestorben sind für deine Storyviews. Ende vom Lied, Freunde. Bei der Sache bleibt mir wirklich nichts anderes mehr übrig, als die ganzen Fakten der Polizei zu übergeben und die ermitteln zu lassen. Die werden herausfinden, was da passiert ist und dann wird derjenige, der... Wow, auf einmal von YouTube-Beef, Digga, zur Polizei direkt. Hilfe, ich sag gar nichts mehr gegen irgendwelche Leute. Ich bin immer nett und so. Der Kacke gemacht hat, zur Rechenschaft gezogen. Und wenn wir schon beim Thema Spenden sind, lieber Sting Daddy, du hast ja auch damals für Afrika Spenden gesammelt, um da runterzufahren und da was Gutes zu machen. Oh, dort eine Schule. Komischerweise gibt es dazu kein Video. Heißt, entweder du hast keins gemacht oder du hast eins gemacht und es wieder runtergenommen. Und dann würde mich interessieren, warum. Warum hast du dieses Video runtergenommen? Ich hätte circa 600.000 von der App kriegen sollen. Ah, stark, Digga, das ist einfach schwarz. Oh, schuldet dir also Geld. Da ich erstmal eine Frage. Wieso verkaufst du ihn den iClip, wenn er dir das Geld auch so hätte geben können, weil da stand dir doch zu, da musst du ihm kein iClip geben. Und wieso antwortest du... Das Ding kostet einfach 20.000, ne? Dieses iClip-Teil, weil das ist irgendwie so aus echtem Gold. Kein Plan, wer sich sowas holt, Real Talk, also nichts gegen die Leute, die das machen. Aber ich frag mich, wer sich sowas kauft. Dem Schier nur so, wenn er dich danach fragt, wann du endlich deine Schulden bei ihm begleichst. Damit gibst du auch zu, dass du ihm Geld schuldest. Digga, ich werde dir deinen beschissenen 7 Euro geben, geh mir nicht am Sack. Wallah, hadet an da lako, Alter. Wieso sollte ich dir dein Geld nicht geben? Da mich die Frage, wer nun wen Geld schuldet, sehr interessiert hat, habe ich beide Seiten gefragt, wie es nun aussieht. Von der Seite des Managements gab es nur Gerede. Ich habe dir gefragt, wie du auf 600.000 Euro kam. Dann gab es nur, ja, der Onkel... Diese Zahlen kommen von Mäusen und seinem Onkel, aber es kommt ungefähr hin, weil ich selber mit Apps zu tun habe. Ich bin... von Mais sagt so und Mais sagt selber auch so und ich bin ja auch jemand, der sich mit Apps auskennt und der müsste... Was ist doch für ein Statement, Digga? ...das safe seine, 3 Millionen Euro mit der App gemacht haben und bei denen gab es nur Gerede, Spekulation und keine richtigen Beweise. Dann haben die auch darüber gesprochen, dass der Mais am Anfang sehr viel Geld in diese Werbung für die App reingesteckt hat. Da habe ich auch noch Rechnungen und Beweise... Dafür muss man aber Mais in Rechnungen haben, oder nicht? Das weiß ich leider nicht, aber bezweifle, dass er auf Rechnungen achtet. Man sieht es... Ja, Bro, also verstehe nicht falsch, Digga, wenn du Business machst, egal wie du untereinander bist, du musst immer alles mit Rechnung machen. Wie willst du denn bitte 600.000 Euro rechtfertigen? Ah, nee, die überzahle ich dir einfach so. Das ist Bullshit. Das ist irgend so eine Goofy-Ass-Aussage, Digga. Die macht einfach gar keinen Sinn. ...gefragt, aber da gab es komischerweise auch nur, ja, der Mais ist ein bisschen verpeilt, was Rechnungen angeht. Ja, verpeilt, was Rechnungen angeht, Digga. Das ist doch für beide Seiten Dinger. Der eine stellt eine Rechnung für 600.000, kann die Mehrwertsteuer ziehen und der gibt es aus als Geschäftsausgabe und fertig. Also warum sollte denn dieser Scher noch keine Rechnung stellen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn der Typ ein Businessman ist, so eine App entwickelt und dann hat er 600.000 Euro von 3 Millionen Euro Umsatz, hat er 600.000 Euro Ausgaben. Natürlich schreibt er eine Rechnung oder fordert eine Rechnung, weil er kann das dann als Marketingkosten absetzen. Das ist so eine dumme Aussage, das ist Quatsch, das ist ein Management. Bro, das sind einfach irgendwelche Goofies, Digga, die da drin sitzen, irgendwelche einer vielleicht, ne? Und Mois auch und die schreiben, argumentieren dann da. Dass er die nicht mehr hat. Ja, krasse Beweise, Bro. Dann habe ich den Cherno gefragt und er konnte mir alles widerlegen, was die ihm vorgeworfen haben. Es gab auf Discord eine Live-Bildschirmübertragung, wo ich auf alles Einsicht hatte. Ich konnte alle Downloads sehen, ich konnte sehen, wie viel Geld er gemacht hat und alles drum und dran. Mais und seine Leute behaupten, dass die App über den App Store über 600.000 Downloads generiert hat, obwohl man das gar nicht sehen kann. Man kann nicht sehen, wie viele Downloads eine App hat im App Store. Vielleicht im Play Store, aber im App Store nicht. Komisch, die Analysen sagen was anderes. Ja, geht ehrlich nicht, ne? Also da habe ich auch gedacht, man kann die... Oh, Downloads insgesamt, 400.000 Downloads. Ja, hier, cool, ne? Krass, schon krass. Zack, hier so, Peak, dann weniger, aber trotzdem heftig. Gewinn pro zahlende Benutzer, Gewinn hier. Keine Ahnung, das versteht ich. Komm, ich will jetzt nichts liegen. Da steht nämlich 400.000. Mais behauptet, dass die App nur wegen ihnen so erfolgreich geworden ist und da muss ich leider widersprechen. Klar hast du deinen Selbst dazu beigetragen, aber erstens haben noch andere dafür geworben und zweitens... Die Videos, die du gedreht hast, die wären ohne Scherno nicht so geworden, wie sie geworden sind. Was ich damit sagen will, um die App zu pushen, wurden auf der Straße Sachen verschenkt wie Playstations, Fernseher und keine Ahnung was. Und Scherno konnte mir beweisen, dass er die ganzen Geräte selber bezahlt hat. Zum Beispiel diesen Fernseher, den du hier verschenkt hast. Wer hat den bezahlt? Scherno. Was ist mit der Playstation, die du hier verschenkt hast? Die hat auch so viel Scherno bezahlt. Was ist mit der anderen Playstation, die du am Anfang verschenkt hast? Die ist
auch zufälligerweise von Sheno bezahlt worden. Alle Sachen, die du für die Werbung für Spenden... Guck mal, das ist ja eben das Ding. Dieser Sheno macht doch mit Rechnung. Der ist doch nicht dumm. Wenn er so, sich so PlayStation kauft und so weiter und so fort und das hier verschenkt, ne, dann nimmt er auch eine Rechnung. Also das ist schon auf jeden Fall absetzbar. Ja, weil Mois hat ja auch mal gesagt, ja, wenn ich so Sachen auf der Straße verschenke, dann muss ich das aus meiner eigenen Tasche zahlen. Nein, musst du nicht. Du kannst doch einfach das als Marketingmaßnahme nehmen, wenn du zum Beispiel ein Gewinnspiel machst auf Instagram. Ne? Ein Gewinnspiel auf Instagram machst, dann kannst du das auch von den Steuern absetzen. Weil es ist ja, das machen ja auch andere Unternehmen. So, und es ist sozusagen eine Marketingausgabe, weil du erhöhst ja damit auch deine Reichweite. Ne? Und gut, wenn du jetzt einfach vom Bankkonto 10.000 Euro abhebst und dir verschenkst, dann natürlich musst du dann darauf, also kannst du das nicht absetzen, weil wo ist der Beweis dafür? Aber wenn du dir jetzt, keine Ahnung, sag ich mal, einen Plan schreibst, wo du sagst, okay, ich habe vor, das und das zu kaufen, um das und das zu verschenken, mit dem Ziel, keine Ahnung, 10.000 Follower mehr zu generieren, dann ist das eine Marketingstrategie, die du fährst, und dann kannst du den Scheiß auch absetzen. Also das ist doch alles Bullshit, und dieser Dinger macht es doch auch, dieser, wie heißt der, Sheno. Also der hat die Sachen gekauft und... T-Break verschenkt hast, sind von Sheno bezahlt worden. Heißt, das war so ein 50-50-Ding. Tamam, du gehst auf die Straße, machst Öl mit Öl-Ding doppelt und er bezahlt die Sachen. Heißt, du hast sogar die Lorbeeren geerntet, während er im Hintergrund war und dir diese Bühne gegeben hat, aber halt einfach Promo für seine App haben wollte. Heißt, du hast erstens selber davon stark profitiert, weil du warst für die Leute der Ehrenmann, der von Herzen schenkende, von seinem Geld schenkende Ehrenmann. Und er bekam Promo für seine App. Heißt, es war ein 50-50-Ding. Aber vergessen wir nicht, dass diese Videos niemals so gut angekommen wären, ohne die Sachen von Sheno. Ende vom Lied, Sheno hat mir seine ganzen Zahlen offengelegt und ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Einnahmen lagen dabei unter 100.000 Euro. Ich glaube, da musst du trotzdem fairerweise sagen, dass die Reichweite von Mois ja auch eine relevante Rolle in diesem ganzen Szenario spielt, weil, wenn du so sagst, müsstest du die Reichweite ja auch bezahlen. Okay, gut, der hat die ganzen Sachen gestellt, aber er hat ja trotzdem diese Videos gedreht. Bestimmte Dokumente jetzt sich offenlegen, da sie sensible Daten beinhalten. Aber wenn mir jemand nicht glauben möchte, obwohl ich keinen Grund habe zu lügen, hat Sheno angeboten, diese Dokumente auch anderen YouTubern wie zum Beispiel KuchenTV oder JustNero offen zu legen, die dessen Glaubwürdigkeit dann auch bestätigen werden können. Heißt an euch, liebes Management und Mais, ihr könnt gerne sagen, oh, guck mal, der zeigt keine Beweise, der hat gelogen. Erstens habe ich mehr gezeigt, als ihr es gezeigt habt. Und zweitens, spätestens wenn jemand wie KuchenTV, der auch keinen Grund zu lügen hat, ein Video macht dazu und das dann auch bestätigt, dann bringt euch das auch nichts mehr zu sagen. Oh. Ich glaube, KuchenTV hat ein bisschen Angst, darüber ein Video zu drehen. Nicht, dass dann Mois so vor seiner Haustür steht und seinem Sohn was antut. Wisst ihr, wie ich meine? So. Aber der lügt doch rum. Halten wir nun fest. Die App hat unter 100.000 Euro umgesetzt und wir dürfen nicht vergessen, dass davon Steuern weggehen. Dann haben Sheno und ich zusammengerechnet, was er in diese Werbung reingesteckt hat. Und das waren ca. 25.000 Euro. Heißt, er hat Pi mal Daumen schon eigentlich Minus gemacht. Und da kommt der Ziegen-Daddy von der Ecke, wollte wahrscheinlich von den Spenden, von dem Hauptthema ablenken und hat behauptet, ja, der schuldet mir 600.000 Euro. Im Leben nicht. Oh Mann. Freunde, ich wollte eigentlich die Mais-Thematik beenden, aber... Wie soll das auch funktionieren, Digga? 600.000 Euro bei einer... Bei 400.000 Downloads. Wohin, Bruder? Als ob pro Download jemand was zahlt. Die drohen mir indirekt mit ihren Fake-Account und denken, ich weiß nicht, dass die es sind. Die haben sich schon schlecht verraten einfach. Es wird mir damit gedroht, meine wahre Identität offenzulegen, wenn ich dieses Video veröffentliche. Das Lustige ist aber, die haben nichts von mir. Die werden wahrscheinlich jetzt irgend so ein Bild von jemandem nehmen oder irgendwelche Namen nehmen, wie die es damals bei Asche gemacht haben. Bei Asche, das war auch so ein Fake-Ausweis. Und werden sagen, oh, das ist der Mo. Und für diese ekelhafte Aktion werde ich dich meist und dein ganzes Team mit einem weiteren Video bestrafen. Also kommt, mach weiter und testet mich, weil ihr mit der Wahrheit nicht klarkommt. Krasses Video, boah, Gänsehaut am Ende.